Hallo liebe Videofreunde. Ja, zweites Update von unserem Urlaub. Und nicht so ein erfolgreicher Tag heute. Nee? Ja, war schon besser. Ja, aber wir fangen mal mit dem Positiven an. Also wir sind ja dann aus Engelberg, das heißt, da waren wir noch einen Tag geblieben, dann haben wir noch einen schönen Spaziergang gemacht in Engelberg. Das war sehr schön gewesen, ne? Und dann sind wir am nächsten Tag, haben wir dann entschieden weiterzufahren und sind dann hier nach Lauterbrunn. Und zwar sind wir jetzt auf dem Campingplatz Rütti in Stechenberg. Stechenberg, ja. Stechelberg. Genau. So, und eigentlich wären wir heute schon weg. Wir haben auch heute früh schon alles gepackt und eingeräumt und sind auch losgefahren. Aber wir mussten leider zurück. Was? Ja, leider. Für den Campingplatz nicht leider, weil es ein wunderschöner Platz hier. Also sehr, sehr empfehlenswert. Ganz, ganz idyllisch, ne? Ja. Richtig toll. Und aber wir mussten aus anderen Gründen leider weg. Dazu kommen wir aber später. So, gestern hatten wir also einen super schönen Tag hier gehabt. Wir sind vorgestern angekommen und da haben wir den Tag noch hier schön ausklingen lassen. Und gestern hatten wir einen traumhaften Tag. Und zwar sind wir mit der Bergbahn, mit der Schildhorn-Bergbahn, ne? Sind wir hochgefahren bis nach Birk. Und dort oben hat man ein Mega-Panorama, also ein Traum, wenn man so ein Wetter hat, wie wir es gestern hatten, ja. Es war also ein Traum. Wir hatten super Aussicht gehabt auf den Eiger, auf den Mönch und auf die Jungfrau, also das waren fantastische Bilder, die man da gesehen hat. Wunderschön. Oben im Birk gibt es so ein... Wie nennt sich der Weg, den du lang gelaufen bist? Thrill Trail oder so irgendwas. Ja. Ja. Der ist, also da ist am... An der Felswand ist der Weg festgemacht. Und dann geht's. Also da ist nur mit Gitter, ja. Wo du runter gucken kannst. Das ist ja für mich unvorstellbar. Michael ist das Ding gelaufen. Und dann gibt es in der Mitte nochmal so ein kleines Stück. Wie viele Meter werden das sein? 15? Nee, so 15, 10. 10 Meter? Ja. Da, wo man also praktisch über ein Seil läuft. Und unten ist das ja. Nur mit dem Netz gesichert. Du kannst auch drumherum gehen. Du kannst das machen, genau. Ja. Also natürlich Kinder, da Jugendliche erstmal sofort drauf. Ich habe das mal beobachtet. Und da ja Michael schwindelfrei ist, habe ich gesagt, komm, lauft er doch mal lang. Und das hat er auch gemacht. Ja, hat er auch super gemacht? Da war ich schon das erste Mal drüber, als du das gesagt hast. Ja. Das hab ich immer, ja. Und dann ist das nur unten mit so einem Durchhängenetz gesichert. Draht. Ja, ja, genau. Also für mich ist das also noch nicht mal ansatzweise nachvollziehbar. Das geht für mich gar nicht. Da oben im Birk auf dieser Aussichtsplattform, da gibt es auch, wo man so Treppen ein bisschen runtergehen kann. Und dann ist so eine Aussichtsplattform und da ist auch nur so ein Gitter. Ja. Und da kannst du durchgucken und das Ganze ist auch mit Glas umrandet. Aber auf diesem Gitter, da konnte ich auch nicht laufen, das geht nicht. Also da ging es auch runter unter dem Gitter. Es geht einfach nicht. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr schön da oben, ne? Ja. Das war eine Aussicht, war Wahnsinn, ey. Schön. Ja, und dann sind wir mit der Bahn wieder runter und sind in das Bergdorf Mürren gefahren. Und dort sind wir ausgestiegen und haben uns Mürren mal angeschaut. Natürlich ein malerischer Ort, also wirklich vom Feinsten schön. Und dort oben gibt es ja keine Autos, nur die, die dort wohnen, dürfen hochfahren, so einen schmalen Weg und die dort arbeiten. Aber selbst auch die dort arbeiten, fahren eigentlich auch fast alle mit der extra Bahn runter. Ja, die haben ja. Eine extra Bahn für sich. Und also wirklich, wirklich traumhaft schön dort oben. Und dann haben wir ein wunderbares Plätzchen gefunden, wo wir
gegessen haben. Und also ich habe vorzüglich gegessen. Michael hatte so einen Appetit auf eine Pizza und die lag ihm dann hinterher, wie immer oder wie oft, hatten wir schon im Magen. Es war ein bisschen viel Fett, viel Käse drauf. Ja. Aber ansonsten saß man da traumhaft schön und also wunderbar. Und dann sind wir wieder hier auf den Campingplatz gefahren und wollten heute eigentlich, ursprünglich war geplant, wollten wir nach Zermatt fahren, weil der Wetterdienst sagte, dass Donnerstag noch auf dem Matterhorn schönes Wetter ist. Das hat sich aber heute auch schon wieder so ein bisschen relativiert. Dann hatten wir umentschieden, dass wir nach Graubünden fahren und uns Graubünden mal ein bisschen angucken. Ja, ich habe mir da so ein paar Campingplätze rausgesucht. Und ja, und so wollten wir das eigentlich machen. Dann haben wir hier alles zusammengepackt, noch schön gefrühstückt. Und dann habe ich zu Michael gesagt, bitte fliegt doch noch mal hier die Drohne entlang, dass man die Wasserfälle aufnimmt. Wir hatten nur so eine Einstellung, da haben wir noch eine andere Einstellung. Ja, und das wollten wir auch machen. Wir sind mit dem Auto hier so ein kleines Stückchen nach vorne gefahren, haben dort gehalten. Michael ist dann auf die Wiese und hat die Drohne fliegen lassen und ich habe einen Anruf gekriegt von einer meiner besten Freundinnen und engsten Freundinnen. Und ja, die hat mir dann unter Tränen mitgeteilt, dass sie ihren Hund gestern Abend einschläfern musste. Und wir kennen diesen Hund sehr gut. Ich kenne den auch von Anfang an. Also, wie sie ihn bekommen hat. Und das hat mir natürlich total das Herz gebrochen, weil unser ja nun auch ein Jahr jünger ist als von meiner Freundin der Hund. Und ja, irgendwann halt eben das Ende ja, absehbar ist auch. Das hat mich den ganzen Tag halt fix und fertig gemacht. Und in dem Moment, wo sie mir das erzählt, kommt Michael zurück und macht die Tür auf und sagt, die Drohne ist weg. Die ist gecrasht. Irgendwo hier in den Bergen, im Baum rein. Jo. Das wusstest, also du hast ja erstmal nur gesagt, die Drohne ist weg. Motorabbruch. Ja, das weg. War deswegen, weil die irgendwo ein Baum ist und dann bleiben die Motoren stehen und dann sagt das Ding Motorabbruch und dann war ganz Feierabend, kein Signal mehr und nichts. Und die liegt jetzt hier irgendwo in den Bäumen und die findest du im Leben nicht mehr. Ich habe gedacht, der veräppelt mich. Wirklich, ich würde das nicht glauben. Und tja, dann habe ich erstmal Telefonat beendet, dann sind wir ein Stück vorgefahren und haben versucht, die Stelle rauszufinden. Unmöglich. Aber haben festgestellt, dass das einfach, das geht nicht. Also so können wir 1000 Bäume hier absuchen. Und es war auch schlecht, an die Bäume ranzukommen dort. Und er wusste ja auch nicht genau, ganz genau wo. Das Problem war wohl, dass du, erzähl mal mit dem seitlich, ne? Ja, ich bin seitlich geflogen wegen dem Wasserfall. Also den sollte ich ja so seitlich aufnehmen, dann wird okay. Und auch Abstand gehalten, weil der fährt ja auch die Seilbahn, also weit weg von dem Ding, dass da bloß nichts passiert. Und da bin ich dann wahrscheinlich zu nah an die andere gegenüberliegende Talwand gekommen, wo die Bäume halt nur mal steil die Wand hochwachsen. Und da durch das Querfliegen ist ja halt kein Sensor, der das Ding warnt. Und da bin ich dann irgendwo in einem Baum. Und hier stehen Zehntausende von Bäumen. Keine Chance. Also wir sind ein Stück gelaufen und haben geguckt und abgesucht, aber... Ja, weil das Ding auch keine Positionmeldung mehr gegeben hat. Sonst hättest du ja gucken können, ja, wo du ungefähr hin warst. Ein Mist, ey. Aber das Ding hat auch nicht mehr die Meter gezeigt, wie weit entfernt oder nicht, gar nichts. Shit happens. Das war's mit der Drohne. Ach, nee, Leute, ey, das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es ist halt passiert, es ist so. Das geht ja nicht nur uns so, das ging ja schon anderen. So haben wir auch gesehen in anderen Filmen schon, wo die Drohnen auch irgendwo in den Bergen gelandet sind und nicht mehr wiedergekehrt sind. Also ja, das haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und ich war ja schon die ganze Zeit dran und wollte mir ja eigentlich den Mini anschaffen, damit ich selber auch mal fliegen kann. Und nicht immer so ja, abhängig bin auch von Michael und auch mal selber probieren könnte, weil ich auch mal ganz gerne früh morgens zeitig aufstehe und mal rausgehe und die Momente genieße und Michael nicht so. Und dann wollte ich eigentlich länger. Und jetzt haben wir uns entschieden, erstmal nur den Mini zu kaufen auch und so auszuprobieren.
wie die Qualität ist. Ich habe ja schon einige Videos im Internet gesehen von anderen. So schlecht ist es scheinbar gar nicht. Ne? Und ja, jetzt haben wir dann heute hier, Michael hat dann im Internet gesucht. Ne? Ja. Wo hast du jetzt was gefunden? Wie die heißt, weiß ich nicht. Die haben auf jeden Fall, hatten sie die vorrätig und ist auch gleich in den Versand gegangen. Deswegen sind wir jetzt auch wieder hier auf dem Campingplatz. Das Ding wird hier hergeschickt bis morgen oder übermorgen. Ja. Wird sie wohl da sein. Ja, das einzige Blöde ist, dass man das halt jetzt in der Schweiz kaufen, wenn irgendwas dran ist. Dann ist es nicht zu Ende. Dann muss man es herschicken oder was. Dann müsstest du mal da auch nochmal vielleicht nachfragen, E-Mail hinschreiben oder irgendwas, falls irgendwas kaputt ist, wie wir das lösen können. Ja, dann muss man sie hierher schicken. Ja. Naja, muss aber, ich würde das mit dem mal absprechen, mal. Ja, wenigstens schriftlich. Ja. Ja, und insofern war das heute dann irgendwie, also der Tag, der Vormittag, also der Mittag, der war dann gelaufen. Na ja, gut, wir konnten es dann aber auch nicht mehr ändern und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir noch zu den, wie heißen die, Trümmelbachfälle. Ja. Trümmelbachfälle sind wir gefahren und die haben uns angeguckt und das war sehr, sehr, wie soll man sagen? Beeindruckend. Ja, beeindruckend, genau. Das ist mir jetzt nicht eingefallen, das Wort. Ich bin heute nicht von der schnellsten Sorte. Das ist das Schmelzwasser von Eiger, Mönch und Jungfrau, das da zusammenkommt. Und sich durch die Felsen durchwindet und Wasserfälle, was 10 Wasserfälle bildet. Man glaubt gar nicht, wenn man den Bach dann unten sieht, dass das das Ergebnis davon ist. Da denkst du, da muss ein halber Rhein sein. Nö. So ein Pech. Aber die Wasserfälle sind faszinierend. Ja, das war schwer beeindruckend. Ja, da gehst du auch in den Berg rein, der ist dann beleuchtet und so, also war schon toll. Ja, ich bin mit so einer Bahn hochgefahren, na du dann auch. Ja klar. Ja, ich habe erst gedacht, ich schaffe das nicht da hochzulaufen, weil das geht schon, also die Treppen sind recht steil und na ich mit meiner Höhenangst und ich habe gedacht, das geht nicht, es geht auf gar keinen Fall. Und dann bin ich mit der, da gibt es so eine, wie nennt sich die, Zahnradbahn oder sowas in der Art war das gewesen. Ja, die wird auch am Seil gezogen. Ja, so wird hochgezogen und da fährst du in den Berg, fährst du dann, kannst du oben dann aussteigen und dann bist du fast, musst du noch ein bisschen hochlaufen. Ja. Wenn du das Spektakuläre sehen willst, geht es eigentlich da erst richtig los sozusagen. Ne? Und ich bin dann hochgefahren und dann habe ich mich sogar so langsam ich mich dann vorgetastet. Und dann hat sich mein Körper Gott sei Dank dran gewöhnt und es ging dann ganz gut, muss ich sagen. Ja. Und dann haben wir uns das angeguckt heute und waren dann noch einkaufen in Lauterbrunn. Und ja, jetzt sitzen wir wieder hier auf dem Campingplatz. Heute regnet es ein bisschen vor sich hin. Ja. Und das hatten sie ja auch gemeldet. Und ja, jetzt bleiben wir halt so lange hier, bis unsere Drohne kommt und dann gucken wir mal, was wir machen. Es ist ja auch kein schlechter Ort hier. Also es lässt sich, es gibt schlechtere Orte, wo man auf irgendwas warten kann. Ja. Ja, ihr Lieben. Das war's. Nee. Jetzt muss man den Tag irgendwie erstmal heute verdauen. Oh, jo. Passiert. Ja. Jetzt hast du mich schön eingeseift. Ja. Das hat mich heute mit meiner Freundin, mit Avanti. Ja. Dann hat sie mir ein Foto geschickt, wie er am Körbchen liegt, eingeschlafen. Albtraum. Wenn das kommt, das ist ein Albtraum. So, aber jetzt wollen wir mal nicht so emotional werden und euch noch schöne Bilder zeigen. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir werden berichten. Bis zur nächsten Drohne.
Musik.